So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends zusammen mit dem Mike. Da ist er. Ich glaube, das ist der Ezreal. Da flitzt er. Auf dem Weg ist er. Ich habe mir mal Trundle besorgt irgendwie. Jetzt geht's mir auf, ne? Und wo willst du hin? Zu mir! Ja, ich hab grad. Meine Hose hat sich in diesem Rollrad von dem Bleibtischstuhl verhangen. Was? Bisschen doof gewesen gerade. Zieht sich die Hose beim Rollen aus. Nee. Einmal hochgerissen und alles weg. Ja, ich habe mir mal Trundle gekauft, so vor ein paar Tagen, und wollte ihn mal austesten im Jungle. Ich habe den bis jetzt nicht im Jungle gespielt, das erste Mal jetzt. Mal gucken, was draus wird. Und jetzt kommt ihr mal. Ja. Meintest du oder so, oder? Ja. So, frage ich schon. Ich habe das extra mal recht früh gesmited. Gut, gut. Und ja, ich habe Trundle bis jetzt 2-3 Mal gespielt auf der Toplane, aber. Und das lief immer so, kommt drauf an. Aber eigentlich ist er ein Monster. Das Monster. Weil. Das ist einfach krass, die Heilung von dem. Sagen, man sieht Trundle in letzter Zeit schon echt wenig in den Games. Ist aber so stark. Ja, er ist schon stark, aber ich glaube, die meisten denken einfach, dass er an dieser Feral Flare-Meter momentan nicht mitkommt. Oh Gott, ich habe kein Trinket dabei, da sehe ich es jetzt. Wo ich überlegt habe, ich müsste gleich mal warden. Report. Ich bin noch einer von der alten Generation. Da, wo es noch keine Trinkets gab. Das heißt einfach mal kein Kaufen. Ja, geht schon, wir brauchen schon Trinkets. Ich komme auch ohne klar. Ich komme auch ohne klar. Der macht Schaden. Timo Toes. Das war doch mal ein klasse Gank. Was? Trotzdem habe ich kein Trinket. Egal. So sollte man das eigentlich machen, denke ich mal. Spark im Jungle. Was ich eigentlich nie mache. Keine Ahnung warum. Ich mag Jungle nicht so. Ich wollte es mal austesten, weil ich Trundle spielen wollte. No. Ah, Jungle ist immer so das Gleiche. Ja, komm mal, wann muss ja jeder Lane aushelfen? Naja, außer du spielst Feral Flare, dann hilfst du einfach keiner Lane. Naja. Ja, wenn man ganken kann, dann sollte man auch. Oh, das stimmt wohl. Kill is kill. Hatte ich mir letztes Game auch mit Warwick gesagt. Also, Warwick ist ja momentan richtig das Biest. Warwick? Hatte ich mir so gesagt, ja, Feral Flare und so. Gankst du mal nicht, weil Feral Flare halt ganken. Dann stehe ich, glaube ich, nach 14 Minuten stand ich 5-0. Einfach nur immer, weil die Kills sind. Man hat immer so schöne Chancen, mal ganz schnell kurz auf der Lane vorbeigucken und dann mal schnell den Kill holen. Hatte ich natürlich das Feral Flare Item ein bisschen später, aber es hat sich definitiv gelohnt. Du meinst dieses neue Jungle Item, was so OP sein soll? Ja, genau. Das habe ich jetzt noch nicht einziges Mal gehabt. Ich spiel jetzt gerade das erste Mal Jungle mit diesem, wo es das Item gibt. Oh, so nice. Auf diesen ganzen Attack-Speed-Leuten ist das ja echt stark, richtig stark. Warte mal, gibt das die Attack-Speed oder nimmt es dem Gegner Attack-Speed? Nee, es ist Lifesteal halt. Und ja. Ja, dann hole ich mir das auch gleich mal. Kannst du wohl auch tun. Oh, meine Wildcard toll. Oh, da kam der Gegner auf der Botlane. Also Lifesteal und Magical Damage machst du halt an Monstern. Ist schon ganz cool. Und da kommt Trash. Nee, dann nicht mehr. Die Shivana hätte ich noch gekriegt. Aber der Trash hat reagiert, leider. Warum reagieren immer beim Gegner und nicht im eigenen Team? Das verstehe ich nicht. Das habe ich umsonst rausgeflitzt. Egal. Muss jetzt dran denken, mir ein Trinket zu holen, wenn ich es erstmal weggehe.
diese Regeneration. Kriegst auf Level 4 schon 80 Leben dazu, wenn du den großen Geist killst. Ja. Also 40 plus 39. Das ist echt krass. Muss ich mal back. Sonst geht's wieder top. Die da hier nicht gerne und die da. Und ich hab gehört, du willst uns dieses Wochenende im Heidepark besuchen. Im Heidepark, was gibt's denn da? Nichts. Ich bin nur da. Mundo macht ihn alleine. Oh. Ah, wir uns aber zu weit weg. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo der Heidepark ist. Von hier aus gesehen. Norden. Wie, nach Norden? Danke, Solta. Ja, also wenn du da nie willst, dann... Schade. Oh, muss gleich mal wieder zum Blubber von da gehen. Der mischt die gleich wieder spawnen, da ist er ja. Ja, der Viktor geht zurück, dann kann ich. Ich habe doch kein Trinket gekauft, ich Vollpfosten. Boah, Dennis. Ja, hol ich mir den jetzt hier. Kommt mit in den Busch. Ah, das. Aber ich kann sagen, Trun ist sowas. Ich finde Master G im Jungle eher so semi-optimal immer, weil er kriegt immer so fürs den Fresse von den Mobs. Du brauchst Level 6 bis 7, bis er Sustain hat. Und der Trun, der geht einfach durch und macht die alle fertig. Ehrlich? Ja, Master G ist immer problematisch, zum Beispiel. Ja, ja. So, dann komme ich jetzt mal Mitte, wenn es geht. Ja, wenn ich da bin, bitte, es ist mittelleer. Ist so. Jetzt bin ich gerade da. Leer, weg. Oh, auf Bot geht's richtig los hier. Warte, oh, die kann man diven. Das können wir machen. Revolution müsste aber auch gleich back sein. I'm not ugly, but they're about to be. Ja, da ist jetzt, er wieder. Der Trash hat so 200 Leben, der wäre sowas von easy weg, aber allein gegen zwei renne ich dann auch wieder nicht rein, wenn die da hinten rumtummeln. Kann ich so vergessen. Das war mega fies, Mitte war gerade so perfekt. Komm nicht da so weg. Oh Mann. Ah, war noch. Oh, doch schön. Oh, Mundo braucht Hilfe. Da gehe ich gleich mal hoch. Ich gehe aber erstmal komplett durch den Jungle durch. Sinch kommt auch schon. Ne, komm, Red kommt später. Ja, wenn der jetzt da. Oh, ich kann nicht hingehen. Wenn der schon hilft. Ist ja der Timo. Dann gehe ich mal Mitte. Boah, das wird knapp. Keine Chance. Ich hätte schon mal das Blade holen sollen. Die Lulu hat mich eiskalt weggeschreddert auf der. Ah, Lulu AP, ist echt. Nee, aber ich hatte. Ja, gut, ah, verdammt, die Minions haben mir auf 400 Damage gezogen. Das hätte ich machen sollen. Ich stand mitten in den Minions drin. Oh. Trotzdem dachte ich, ich schaff die locker. Hm. King
of Trolls coming through. Geht schon. Ich habe immer noch kein Trinket, aber jetzt die Laternen. Es ist so ungewohnt, sich mittendrin ein Trinket zu holen. Ja, das fällt mir auf, wenn ich gerade nicht... Dann denkt man... Müssen wir nicht Base gehen, sagst du mir, ich soll mir ein Trinket holen. Okay. Dafür, dass der Team 03 steht, hat er schon 86 Farben, oder? Ja, kann ich nichts machen, bitte. Ey, der Mondo, der kann den doch sowas von zerlegen. Hups, das ist ein Shivana. Hä? Ist er hochgesprungen dort? Huhu, Shivana, das kann ich vergessen. Ah, schade. Mach was, Viktor. Gib es. Jetzt vielleicht auch gleich Ulti. Die Ulti hat sie schon genutzt. Wegzuspringen. Oh. Wo ist sie denn? Jetzt oben am Tower? Ja. Oh, das ist ein Trash. Ulti kommt! Komm! Nein! Lulus kann ich vergessen. Boah. Der Monolog gewesen. Alter Schäde. Kann hier bitte nichts machen gegen Lulu. Hä? Wo ist noch einmal die Leben her? Ulti. Ach so. Uraka. Ich hab keine Wunde. Hä? Wo ging das? Jetzt Trinket holen. Jetzt denk ich mal dran. Ja, Trinket. Victor muss noch ein bisschen mehr in der Mitte bleiben. Weil der Tower geht sonst weg. Warte mal, vielleicht kann ich. Nee, ich kann nicht. Sie verpiss dich. Weißt du, jetzt zieht sie sich wieder. Als ob die das riecht. Sorry, den Blue brauche ich mal. Ich stecke schön die Mobs voll. Ja, solange es unten läuft, ist alles gut. Ja, unten ist alles. Dann lass mal hier Drake machen. Das kann man tun. Und jetzt schnell nach oben. Na, wir können Tor machen, natürlich. Sollte möglich sein. Ja, läuft nicht schlecht. Ja. Läuft ganz key. Oh lol. Ja. That's slow. Ich kann weg. Oh lol, das war jetzt aber blöd von Trash.
Komm, lass er herkommen. Lass luschen, 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 luschen. Oder ist sie jetzt verzogen? Im Busch. Hat sich backportet. Ist wahrscheinlich. Na, ist schon weg. Lauter schöne Minions. Ich hasse es ja mal, wenn die Jungler von der Lane die Creeps holen, ne? Mm. Kennst du das? Naja, das kenne ich wohl. Flüchtig. Ja. Passiert halt, ne? Ja. Oh, Mitte. Ist immer noch ein Blade of Ruined King. Ja, da kommt Astral's Wave an. Der Mundo hat ja auch nicht Feed abbekommen, nur auch. Gitter. OP, OP, OP. Die wegen Teemo. Oh. Was hol ich mir denn? King of Trolls coming through. Oh, King of Trolls, Mundo ist so verdammt OP einfach nur. Den kriegst du nicht down. Wegen Teemo könnte ich mir das auch eigentlich gar nicht so schwer vorstellen. was? Teemo hat einen Blade? Teemo hat einen Blade? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Hä, was? Spielt der AD oder was? Er will Hybrid spielen. Lol, mit 18 AP. Voll Hybrid. Alter, was geht mit... Der hilft mir nicht mal. Ja gut, das ist halt Level 12, aber... Der zieht auch so ordentlich heftig, gell? Ich weiß noch nicht, welche Art von Damage. Ist das AD, was er so am meisten zielt, oder das AP von dem? Von wem? Von Teemo, der hat da gar nicht so viel. Lol. Ich glaube, er hilft mir auf Schnauze bekommen von Teemo. Ich bin noch weggekommen, aber trotzdem. Keine Ahnung. Ja, oh, also. Teemo. Was eigentlich? Oh, Mono war hier. The Freljord is mine. Der will durchpushen. Sollten wir auch mal tun. Ist Level 13, ey. So kann ich nichts machen. Tower last hitten. Nichts leichter als das. Ups. Das war zu viel. Ah, Teemo ist hier. Ja, das ist von hier oben weg. Ich habe ihn vertrieben. Sammeln wir ein bisschen die Creeps ein. Aber hier oben muss ich leider mal ein bisschen durchpushen. Weil der hängt schon die ganze Zeit hier vorne. Tauern dran. Solange es unten läuft, klappt's ja. Ich einfach noch keinen Killer. Oh. Templer, Grasses. Da unten ist doch auch okay. Ja, klar. Strunt brauche ich jetzt nicht so viele Kills. Vielleicht kann ich aber hier oben Tor machen. Mit Tor hatte ich schon eingemacht. Oder geholfen. Wannabe Madlife.
So, machen wir den Troll weg. Nice. Nice, nice. Ja, Troll ist weg. John wird dann unaufhaltsam wegen seiner Kack-Ultis. Mal gucken, ob die ihren Blue Buff hier noch haben. Dann steal ich mir den. Da ist noch da. Macht da schön Druck. Mitte die. Drake ist auch wieder da. Jetzt nicht vom Trash in seiner Ult am Tor geslowt werden. Ich schiff jetzt eigentlich. Killing hat sie nicht. Also killen. Ich könnte vielleicht auch. Die Ulti von ihm ist halt so kacke. Wenn ich Torschutz kassiere, dann ist das beschissen. Wie das war denn so? Ich hab komplett Blade auf den drauf gemacht und alles. Auto-Tag von Victor. So, Kinders, was kaufen wir mal? Mir fehlt 100 Gold. Die Frage, Armor oder Magieresistenz? Ich fange hiermit an. Er hat sich das gelbe Upgrade geholt. Was gelbes Upgrade, wer? Jemand hier, der Ben hat geschrieben, Yellow Upgrade. Victor wahrscheinlich oder was? Ups. Ja, kenne mich leider nicht so gut aus mit Victor, nie gespielt. Ach so, ja. Buff klar. Ja, bei dem kann man auch alles mögliche upgraden, soweit ich weiß. Ja. Movement Speed Upgrade. The fuck? Was so nötig ist. Oh. Jetzt wird's hier drin eng. Na, bist du schnell da, what the fuck? Wir hatten hier wahrscheinlich. Boah. Ich weiß nicht mehr. das steht da. Na klasse. Drake ist weg. Jo. Ja. Lolo tot. Meins. Oh, aber voll daneben. Das ist mir klar bei dir. Jetzt hat sogar Lolo noch eine Ulti. Die versucht sich echt zu saven. Toplane wird gepusht. Ich gehe deffen. Ich mache nichts außer nur herrennen und deffen, während die anderen überall schön Druck machen können. Und dann, wenn es soweit kommt, weißt du, werde ich weggesnackt einfach irgendwie. Ja, ist ja auch. Nicht gerade selbe Level. Selbe Level wie Victor, obwohl der schon 6 Kills hat. Oh, ich bin 14,5. Zorak, warum farmst du die Minions weg?
pusht die ganze Zeit, macht Tower. Aber ist auch der Job eines Junglers, immer Objectives, Drake gucken und bla. Na, no, aber das ist knapp. Wir machen demnächst mal Ezreal Zielübung. Ciao. Red hole ich mir schnell. Time to troll. Ich weiß nicht, was die Sora fährt die ganze Zeit noch. Brauche ich nicht Assisten im Jungle. Muss ich mir mal Item holen. So. King of Trolls coming through. King of Trolls. Ah, ist aber nicht schlecht gefarmt, muss ich sagen. Nicht schlecht. Danke, danke. Habe ich auch gerade erst gesehen, dass ich so viel habe. Oh, wie ging das denn? Das ist manchmal voll komisch. Manchmal konzentriert man sich übelst auf Farmen und dann geht's nicht. Boah, dann, wenn es manchmal nebenbei kommt, irgendwie. Ich konzentriere mich zwar auf Farmen, aber ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, oben rechts rauf zu gucken. Lucian will hier unten machen. Da muss ich mal ganz kurz hin. Na, Lucians fünften Versuch hat das eigentlich geschafft. Was ein Jammer aber auch. Er ist ziemlich auf Leben gegangen, kann das sein? Was hat er sich geholt? Ach, Trinity macht. Ja, ja, gut. Normal. Sah grad viel aus mit Leben. Oh. Noch mehr als ich. Ich hol auch auf mit dem Farm. Push ein bisschen durch. Tralala. Das Beste, was ich machen kann im Moment. Da ich sowieso ein bisschen weit hinten liege. Tra-la-la-la-la-la-la. It's a trundle in the jungle. Trundle in the jungle. In the jungle, the mighty jungle, the trundle sleeps tonight. Und so. Ja, wie gesagt, spiele ich gerade zum dritten Mal oder so. Na! Schon wieder so knapp! Ja, besser snipen üben. Ja, blind snipes. Ist nicht so leicht. Ja, macht da oben ruhig nur. Lasst euch da ruhig Zeit. Ich mache hier unten einen Tower. Ah, jetzt hat es die Lolo gecheckt. Hilfe dir mal. Hilfe brauchst du wohl nicht. Ja. Ach, komm jetzt gar nichts. Ups, jetzt wird's aber eng. Jetzt komme ich. Oh oh. Kommst besser nicht. Ich glaube, ich geflasht und nicht geheilt. Hau ab! Junge, das wird eng. Die wollen mich, ohne Scheiße, die wollen mich. Jetzt nicht mehr. Ja, das Problem ist, ich bin an die Lulu einfach nicht rangekommen. Okay. Die Dame, kommst du nicht ran? Das stimmt. Das Lot echt OP und hat Movement Speed. Wer ist Level 9? Ach, 1 versus 9, schreibt sie. Level 9. Ich hab grad Level 9 gelesen. Oh, hey Drake. Wir machen Drake. Wir machen Drake, der Drake. Ja, stimmt. Leider habe ich keinen Smite ready. Oh, passt schon. Ich
So, noch kurz, was macht denn hier das Item jetzt? Was hat denn das für eine Passive? Wirklich nur der Ward oder noch was anderes? Also du... Als umso mehr Stacks du hast, umso mehr heilst du dich halt pro Schlag. Und umso mehr Magic Damage machst du auch bei Monstern. Du kriegst 30% Gold mehr pro Monster. Auch von normalen Creeps oder nur von Jungle Monstern? Ja, nur von Jungle Monstern. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, bisschen. Dann das noch. Ja, den Ward halt. Aber mehr hat das nicht. Die Attack Speed von Trundle. Ja, das zeigt das eigentlich auch ganz Kedra. Mach doch ruhig Druck. Gerade voll der Solo-Player schon ganz gerne. Ich noch ein paar Leben. Ja, das ist ein Win. Kann man mal zu einer pushen. Lulu würde ich ja gerne nochmal killen. Oh oh. Jetzt noch um die zu pushen, dann ist das ein easy Gun. Creeps sammeln, Creeps, ich farm noch ein bisschen. Oh, mach das. Ich bin noch ein bisschen tot. Mann! Können wir mal einen Kill lassen? Ist unglaublich! Nein, nein, nein! Ja, das gleiche hat er eben bei mir auch gemacht. Mach ich halt einen Nexus, wenigstens krieg ich den. Jetzt kommst du, er macht einen Larsen. Ja! Ja, ich hab Nexus gekriegt! schön. Ja. Trotzdem. Trundle ist ein Monster, bin ich dazu gekommen. Es war lustig, die anderen haben irgendwie Jungle gespielt und ich muss mich um die Lanes kümmern. Alle waren unterwegs. Der einzige, der auf den Lanes dann noch gepusht hat, war ich. Egal, war ein nettes Spiel. Dann sehen wir uns euch bis zum nächsten Mal. Und tschüss.